Willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney. Wahrscheinlich jetzt zum Ende des zweiten Falls. Auf jeden Fall sind wir in der Verhandlung und wir haben gerade das Crossfire von Red White. Also los geht's. Herr White? Herr White. Sie waren es, nicht wahr? Herr Richter. Ich, Frau Mia. Hey, sieht aus, als gibt es gleich ein Urteil. Einspruch. Jetzt ist Schluss, Phoenix Wright. Hä? Was ist jetzt los? Was? Mist, ich habe Edward vergessen. Wie kann man ihn vergessen? Der steht gegenüber von dir, du Pfeife. Herr White. Ich denke, es ist soweit. Sie sollten jetzt ihr Verbrechen jetzt nicht... Sollten Sie Verbrechen jetzt nicht gestehen? Hm? Was? Ich sagte, Sie sollten Ihr Verbrechen jetzt gestehen. Also. Geben Sie zu, dass Sie die Wanze platziert haben. Die Wanze? Ruhe, Ruhe! Herr Edgeworth, erklären Sie dem Gericht, was Sie meinen! Wo fährt das Gericht? Herr White ist etwas verwirrt. Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mir gefällt gar nicht, wohin das läuft. Wie Sie wissen, ist Herr White der CEO von Blue Corp. Er wies seine Sekretärin Frau April May an, die Kanzlei von Frau Fay abzuhören. Wie hängt das zusammen mit... Euer Ehren? Die Frage lautet, wann wurde die Wanze im Büro platziert und von wem? Nein, das können Sie nicht tun! Herr White, um die Wanze anzubringen, drangen Sie in Frau Fays Büro ein. Stimmt das? Korrekt! Das ist vollkommen korrekt, Miles! Das darf nicht wahr sein! Ja, ich drang in die Kanzlei von Ihrem Vater ein, um die Wanze anzubringen. Dabei habe ich diese widerliche Stehlampe gesehen. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Bitte erklären Sie dem Gericht, was das heißt, Herr Edgeworth. Mit Vergnügen, euer Ehren. Herr Phoenix Wright hat also einen Standpunkt klar gemacht. Er hat deutlich gemacht, dass Herr White von der Stehlampe im Büro wusste. Er hat gezeigt, dass Herr White die Lampe nur zu einem Zeitpunkt gesehen haben kann. Zum Zeitpunkt des Mordes. Natürlich wollte Herr White, dass sie glauben, Herr White sei der Mörder. Ich verstehe. Aber es ist klar, dass Herr White schon vor dem Mord einmal im Büro gewesen ist. Er ging dorthin, um die Wanze zu platzieren. Dabei hätte er die gläserne Stehlampe sehen können. Also hat die Theorie von Herr Phoenix Wright... Also hat sich die Theorie von Herr Phoenix Wright als harmlose Vermutung erwiesen. Verdammt, etwa von uns, glaube ich, geohnt. Herr White, berichten Sie dem Gericht, wie Sie die Wanze platziert haben. Das kann ich gern tun. Mir wird schlecht. Zeugenaussage, der Lauschangriff. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Ich drang in die Kanzlei von Ihrem Partner ein. Natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Dabei sah ich diese gläserne Stehlampe. Sie hatten die Lampe also vor der Nacht des Mordes gesehen. Und darum wussten Sie, was da umgefallen war durch das Geräusch? Korrekt, das stimmt. Ich verstehe, sehr gut. Herr Wright, beginnen Sie mit dem Kreuzfeuer. Was mache ich nur? Viel Glück, Phoenix. Super, das ist viel Glück, das Glück werde ich brauchen. Ich hätte nämlich auch jetzt keinen Widerspruch gefunden. Na, oh, jetzt passiert so mein Gamepad schon wieder. So, Moment mal! Haben Sie einen Beweis? Einspruch! Frau Bremay kannte den Inhalt des Gesprächs von Frau Fay. Das beweist, dass die Wanze vor dem Mord platziert wurde. Das stimmt. Ja, aber der hat ja keinen Beweis. Ach ja. Okay, Moment mal! Waren es wirklich Sie, der ins Büro eindrang? Oder war es Frau May? Einspruch! In der Kanzlei wurden mehrere Tage alte unidentifizierte Fingerabdrücke gefunden. Dabei handelt es sich offensichtlich um die von Herr White. Und wie ich Edgeworth kenne, hat er sie natürlich bereits überprüfen lassen. Nun, Herr White, sagen Sie uns, warum sind Sie in die Kanzlei für Ihren Partner gegangen sind? Moment mal! Warum haben Sie mir das Telefon abgehört? Einspruch! Das ist für diesen Prozess nicht von Bedeutung, euer Ehren.
Flughof ist eine Detektivagentur. Das Anliegen unserer Kunden ist höchst vertraulich. Moment mal! Warum ist Ihnen so etwas Nebensächliches wie eine Stehlampe aufgefallen? Die Stehlampe war ganz aus Glas. Sie war nett anzusehen, darum hat sie wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Solch ein ästhetischer Gegenstand verdient Beachtung, oder etwa nicht? Das ist alles. Verdammt, es gibt keinen Schwachpunkt, den ich angreifen kann. Oh, nun, vielleicht ist er so durcheinander, dass ich etwas aus ihm rausbekomme. Habe ich irgendwas, was irgendwie einen Widerspruch zeigt? Ich habe den Bodenplan, ich habe... Eigentlich nicht. Hä? Oh nein, sag jetzt nicht, ich habe keine Munition mehr. Es tut mir leid, aber weiter kommen Sie nicht, Herr Wright. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Niederlage eingestehen. Sie haben ehrbar gekämpft. Es reicht. Ich halte es nicht mehr aus. Herr Wright, geben Sie auf! Ja, euer Ehren. Phoenix. Phoenix, hier drüben. Ich kenne diese Stimme. Ja? Geben Sie niemals auf, Phoenix. Hä? Ist sie nicht tot? Mit mir? Super Song gekippt. Wo bin ich? Hä? Der Warteraum? Was ist passiert? Oh, richtig. Ich habe den Prozess verloren. Ich habe halluziniert. What? Ah, Sie sind wach. Ah! Ist der Schienarm gekippt? Hey, Phoenix. Ah, begrüßt man so einen alten Freund? Phoenix, sehen Sie mich an. Können wir irgendwie erklären, was hier abläuft? Hä? Hä? Sie sind... Maya? Wussten Sie nicht, dass die Fae-Schwestern starke psychische Kräfte haben? Als sie ihre Niederlage vor Gericht nahmen, es scheint, als reichte der Schock aus, um Mayas wahre Kräfte zu wecken. Ach ja, dieses Medium hat sie ja, sowas hat sie ja erzählt. Dann sprechen Sie durch Mayas Körper mir? Genau, ich bin Maya, aber gleichzeitig bin ich auch mir. Und ich bin verwirrt. Jetzt möchte ich, dass Sie mir zuhören, Phoenix. Maya hat niemals aufgegeben und Sie dürfen es auch nicht. Ich bin gekommen, um Ihnen das zu sagen. Toll, es hilft mir auch nichts. Aber... Wir haben nicht viel Zeit, Phoenix. Hören Sie zu. Sie haben schon gewonnen. Ich habe gerade verloren. Also, ich weiß nicht. Ist die irgendwie die irgendwie dieselben Prozess verfolgt wie ich? Hä? Sie haben doch die Quittung in der Gerichtsakte, oder? Wie Quittung? Die Quittung, auf die Sie Maya geschrieben haben. Phoenix, Wright hat das geschrieben, nicht ich. Ja, war klar. Also, was soll ich tun? Sehen Sie sich die Vorderseite der Quittung an. Die Vorderseite? Es ist eine ganz normale Quittung. Sieht aus wie aus einem bekannten Kaufhaus. $1000, wow, dicke Summe. Artikel Glasstehlampe. Kaufdatum 4. September. 4. September? So ist es, Phoenix. Ich habe die Lampe an einem Tag vor meiner Ermordung gekauft. Was mich wundert, Phoenix arbeitet da, kommt jeden Tag in das Büro und der merkt nicht, dass die Stehlampe einen Tag vorher gekauft wurde. Interessant. Der Typ hat eine Auffassungsgabe von dem Goldfisch. Wow. Und was sagt der Wright mit seiner Aussage? Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Ah. Er sagt, er habe die Lampe in der Woche vor dem Mord gesehen. Da haben sie's. Ich glaube, die Verhandlung wird fortgesetzt. Gehen Sie, Phoenix. Sie sind unschuldig. Jetzt müssen Sie es beweisen. Ja. Kann ich einfach Sie aussagen? Das wäre das Einfachste, indem Sie sagt, er hat Sie ermordet. Das Gericht wird nun die Verhandlung gegen Herr Phoenix Wright fortführen. Geht es dem Angeklagten, ich meine, geht es ihm gut, Herr Wright? Ja, es tut mir leid, euer Ehren. Mir geht es besser.
Dann lassen Sie uns dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Euer Ehren, es wurde bereits alles gesagt. Das Kreuzfeuer von Herr White ist beendet. Sie müssen den Angeklagten Phoenix White noch verurteilen. Euer Ehren, bitte, geben Sie mir noch eine letzte Chance. Ich verspreche, es wird das letzte Mal sein, dass ich Sie darum bitte. Aber wie Herr Edgeworth richtig angemerkt hat, ist der Prozess so gut wie beendet. Herr Edgeworth, was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, geben wir Phoenix Wright seine letzte Chance. Sehr gut. Sie dürfen mit dem Kreuzfeuer beginnen. So, die Frage ist, wann? Welche Aussage muss ich angreifen? Soll ich jetzt diese Aussage? Genau, zunächst erstmal habe ich noch nicht vorgelesen, was die Quittung ist. Typ Beweise aus der Kanzlei Faye. Quittung verklatscht die Lampe. Das Kaufdatum ist der Tag vor dem Mord. Die Frage ist, muss ich jetzt mit der Klatschlampe oder das? Mache ich erstmal hier. Einspruch! War die Aussage. Sehen Sie sich das gut an. Sehen Sie das Wort Maya mit Blut geschrieben? Sie sind am Ende. Ich glaube nicht. Ziehen Sie sich die andere Seite der Quittung an. Die andere Seite? Euer Ehren, würden Sie dem Gericht bitte vorlesen, was auf der anderen Seite dieser Quittung steht? Nun, eine Klarstehlampe und das Kaufdatum, aber es ist der Tag vor dem Mord. Sehen Sie, Herr White, als Sie angeblich Anfang September in die Kanzlei für Ihren Partner eindrangen, hätte die Stehlampe dort noch nicht stehen können und das fällt ihm jetzt auf. Nun, Herr White, nun sitzen Sie in der Falle, nicht wahr? Nein, das ist unmöglich denkbar. Was ist das für ein Wort? Ich kenne unmöglich und ich kenne undenkbar, aber ich kenne nicht unmöglich denkbar. Gott. Aha, er verliert die Fassung. Nun, Euer Ehren, ich verstehe, dass Sie ziemlich unter Druck stehen. Aber ich glaube, dass Sie mich unter diesen Umständen nicht schuldig sprechen können. Sehr gut. Dann eröffne ich hiermit den Prozess gegen... Einspruch. Nicht so schnell, Phoenix Wright. Was? Hä? Was? Er kann sich unmöglich daraus winden. Oh, Moment. Ich habe vergessen, das ist Edgeworth. Die Behauptungen des Angeklagten sind in gewisser Weise logisch. Aber es gibt keinen konkreten Beweis, dass Phoenix Wright unschuldig ist. Nee, aber es gibt Beweise, dass der andere schuldig ist. Also, ich beantrage einen weiteren Verhandlungstag, bevor Phoenix Wright freigesprochen wird. Ich brauche etwas Zeit, um weitere Ermittlungen anzustellen. Weitere Ermittlungen? Am Ende kommt dabei ein weiterer aktualisierter Autopsiebericht heraus. Dieser Kerl erfindet Beweise, wie er es gerade braucht. Es wäre fatal. Einspruch erheben. Es ist offensichtlich, dass Herr White schuldig ist. Es ist nicht notwendig, diesen Prozess zu verlängern. Nun, Herr Edgeworth. Wenn ihr jemand Herr White vor Gericht bringt, dann ich, der Staatsanwalt. Ich brauche einen Tag, um zu prüfen, ob ihre Behauptungen durch Fakten beweisbar sind. Ich verstehe. Einspruch abgelehnt. Was? Das Ende des Prozesses gegen Herr Phoenix Wright wird auf morgen vertagt. Nein, niemand weiß, wo das hinführt, wenn ich es jetzt nicht beende. Edgeworth wird auf jeden Fall etwas Neues herausfinden oder einfach etwas erfinden. Und nachdem Mia aufgetaucht ist, um mir zu helfen. Hä? Oh ne. Herr Richter, bin ich entlassen? Natürlich, vielen Dank für Ihre Zeit. Der Zeuge bleibt hier. Mit mir? Phoenix, lesen Sie diese Notizen laut vor. Mir? Was ist das? Notizen von mir erhalten. Euer Ehren, dürfte ich? Sie sind heute ziemlich beharrlich, Herr Wright. Natürlich bin ich das. Immerhin hängt mein Leben davon ab. Ich möchte dem Gericht etwas vorlesen, okay? Nimm das! Eier, Milch, Nudeln. Hey, Mia hat mir eine Namensliste gegeben. Viele davon kommen mir irgendwie bekannt vor. Größen aus der Finanzwelt. Bekannte Persönlichkeiten. Da passierte es.
Stopp! Halt! Schluss! Bitte stoppen Sie ihn! Ich soll aufhören! Wo haben Sie diese Liste her? Herr White, gestehen Sie hier und jetzt. Sonst wandert diese Liste an die Presse. Wow, eine Namensliste wandert an die Presse. Ich gestehe. Ich habe es getan. Ich habe sie erschlagen. Ich habe Frau Mia mit dem Denker erschlagen. Der Fall ist abgeschlossen, euer Herren. Nun, ich sehe keinen Grund, diesen Prozess fortzuführen. Herr Wright? Ja, euer Herren. Sie haben es wieder geschafft. Das war eine sehr begeisterte Verteidigung. Ja, euer Herren. Ich schätze, das kann man so sagen. Warum muss man nicht immer mir aus der Patsche helfen, wenn irgendwer, wenn er komplett abkackt? Warte mal, wenn du nur wüsstest, wie begeistert sie war. Billiges Wortspiel. Sehr gut. Das Gericht befindet die Verteidigung für... ich meine natürlich den angeklagten Herr Phoenix Wright für... nicht schuldig. Und wieder regnet das Konfetti, ich weiß immer noch nicht warum. Das ist alles, die Verhandlung ist geschlossen. 9. September, 14.24 Uhr, warte mal, haben die gerade 4 Stunden lang verhandelt, okay. Bezirksgericht, angeklagten Zimmer Nummer 1. Nun, ich hätte nie geglaubt, dass ich das nochmal sagen würde. Mein Glückwunsch, Sie haben Glück, dass ich eine Fee bin. Ich habe Glück, dass ich Sie beide an meiner Seite habe. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Danke, Phoenix. Sie haben eine Menge riskiert, indem Sie mir und Maya geholfen haben. Ich werde es nicht vergessen, solange ich lebe. Solange Sie leben, die ist tot. So, leider hat dieser Teil schon vergessen. Meine Zeit läuft ab. Hä? Mayas Kräfte sind doch schwach. Ich kann nicht so lange hier bleiben. Was? Nein! Es gibt noch so viel zu sagen. Keine Sorge. Wir treffen uns sicher wieder. Chefin! Hihi, ich bin nicht mehr Ihre Chefin. Phoenix, können Sie heute Abend ins Büro kommen? Gegen 21 Uhr? Ja, wieder liegt ein Toter. Ins Büro? Bis später. Chefin, Mia! Super, es liegt wahrscheinlich wieder eine Leiche drin. Das wäre nicht so witzig. 9. September, 21.02 Uhr. Anwaltskanzlei, Fay und Partner. Toll, Phoenix ist unpünktlich. Wenn ich hier bin, muss ich immer noch an jene Nacht denken. Sie sind gekommen! Mia? Ich hätte schon gedacht, dass Sie nicht kommen. Wie? Natürlich bin ich gekommen. Sehr schön. Ich habe einen Bärenhunger. Wie wär's mit ein paar Burger? Mia? Mia! Wovon reden Sie? Ich bin es, Maya! Maya? Habe ich ja meine Schwester ausgesehen? Ausgesehen? Sie waren sie! Vielleicht könnte mir das noch helfen. Oh, Phoenix, würden Sie mir bitte etwas zu essen besorgen? Maya, warum sind Sie hier? Darum. Sehen Sie, Mia hat einen Brief geschrieben. Passe mich auf Phoenix auf. Aufpassen? Hä? Sie meint die Kanzlei. Sie brauchen noch Hilfe in der neuen Kanzlei Wright & Partner, oder? Wer könnte Ihnen besser helfen als ich? Maya Faybillet meldet sich zum Dienst. Sie anmeldet oder irgendwie sowas in der Art? Oder Sekretärin? Warten Sie, nein. Lassen Sie uns nicht so förmlich sein. Yo, Nick. Hier ist Maya. Packen wir's an. Dir macht das doch nichts aus, wenn ich Nick sage, oder? Das ist ein schöner Name. Mia sagte, dein Freund Larry nennt dich so. Nick? Weißt du, was das bedeutet? Wir sind Partner. Yay. Weißt du, wenn ich mir so überlege, bist du gefeuert. Nein, ist Maya daran schuld, dass ich jetzt hier stehe. Aber wenn sie nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt wohl im Knast. Damals kam der Wright und Partner. Das klingt toll. Ja. Danke, Maya. Die Fresse von Phoenix, dass sie immer so behämmert hat. Viel Glück, Phoenix. Ich werde immer da sein, um zusehen. Genau, okay, Nick, los geht's. Hä, was denn? Burger, du Dummkopf, Burger! Die Straße runter gibt es einen tollen Burgerladen. Wenn los, die Zeit läuft. Oh, okay. Warte auf mich.
Und damit wäre der zweite Fall der Wandel der Schwestern beendet. Also nächstes Mal geht's da weiter mit dem dritten Fall, der Wandel des Samurai. Also bis zum nächsten Mal.